wir eins mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Ministerpräsidenten der Länder und der Bundesumweltminister haben sich gestern auf eine völlig ergebnisoffene Suche nach einem Atommüllendlager geeinigt. Dafür kommt laut Ministerpräsident Kretschmann auch Baden-Württemberg in Frage. In den umstrittenen Salzstock-Gorleben soll zunächst kein Atommüll zur Zwischenlagerung fließen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat indessen angeboten, bis zu einer Entscheidung den Atommüll im AKW Philippsburg einzulagern. Will die grün-rote Landesregierung langfristig nicht nur Einheitslehrer für Realschulen und Gymnasien, sondern auch die Einheitsschule? Diese Frage treibt derzeit nicht nur die Opposition im Landtag um, denn eine von der Landesregierung eingesetzte Kommission empfiehlt Schritte in diese Richtung. Die Diskussion führte heute zu emotionalen Debatten im Landtag. Hilfe, ich bin Lehrer, holt mich hier raus. Der Titel einer populären RTL-Show, in der sich Kandidaten durch den Dschungel quälen, war heute auch die Überschrift der von der FDP-Fraktion eingebrachten Debatte. Denn auf ein ähnliches Chaos wie die RTL-Kandidaten im Dschungel, so FDP-Fraktionschef Rühlke, dürften sich zukünftig getrost auch die Lehrer im Land einstellen. Wenn nämlich das von der Landesregierung in Auftrag gegebene Gutachten zur Vereinheitlichung der Lehrerausbildung später Wirklichkeit werde. Das Ganze erweist sich als Teil Ihrer Gesamtstrategie zur Zerschlagung unseres erfolgreichen Bildungswesens. Mit der Folge, dass auch der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg und letztlich auch der Wohlstand in unserem Land gefährdet wird. Vorsichtig geht dabei Grün-Rot vor, um eventuellen Widerstand der Bürger mit Versuchsballonen vorzutesten. Bei gefühltem Widerstand drehe man dann einfach den Kurs. Einheitslehrplan haben Sie mal verkündet. Da gab es Widerstände, dann ist der Ministerpräsident umgefallen. Abschaffung des Sitzenbleibens wurde medial verkündet. Man hat es 14 Tage lang laufen lassen. Dann hat man gemerkt, der Widerstand wird zu groß. Dann hat sich der Kultusminister hier hingestellt und erklärt, nie gesagt. Attacken auch von Seiten der CDU. Die nimmt die Besetzung der grün-roten Schulreformkommission ins Visier. Der gehörten bezeichnenderweise keinerlei Lehrer an. Ein neues Märchen hat uns jetzt eine Professorin aus Berlin erzählt, meine Damen und Herren. Die Vorsitzende dieser Expertenkommission, die die Landesregierung eingerichtet hat, um die Lehrerbildung in Baden-Württemberg auf neue Füße zu stellen, die wünscht sich, dass alle Lehrer alles können. Ein Lehrer soll alle Altersstufen unterrichten können, alle Bildungsgänge, vielleicht auch noch am besten alle Fächer, soll Kinder in allgemeinbildenden Schulen wie Kinder mit Beeinträchtigungen und Behinderungen unterrichten können. Das sei ganz klar der Weg zum Einheitslehrer, zur Gleichmacherei und damit zum Schleifen des Bildungsniveaus. Das komplett falsche Signal. Die Gesellschaft ändert sich, das heißt auch Schule und Unterricht muss sich ändern, aber Schule ist nur so gut, wie der Unterricht ist, der erteilt wird. Das hat überhaupt nichts mit Schulstrukturen zu tun. Und der Unterricht ist natürlich nur so gut, wie die Lehrer dazu ausgebildet sind. Die Vertreter der grün-roten Regierungsmehrheit schießen dagegen. Die Opposition verweigert sich notwendigen Veränderungen. Die Gemeinschaftsschule, das sei ein Menschenexperiment, zeigt es doch ganz klar, dass sie nicht in der Lage sind, auf die reale Situation in den Schulen einzugehen und die überhaupt reflektieren zu wollen. Stattdessen sei Fakt, dass Schulen immer mehr leisten müssten. Deshalb brauche es auch eine weiterentwickelte Ausbildung von Lehrern. Unabhängig vom Schultypus oder der Altersstufe der Kinder und Jugendlichen erleben wir zahlreiche Elternhäuser, die Erziehungsaufgaben und die Lösung von Entwicklungsproblemen an die Schule abgeben. Darüber hinaus sind in den Schulen interkulturelle Kompetenzen gefragt. Die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Unterricht unter dem Stichwort Inklusion steht in allen Schulen an. Wir müssen unsere Lehrerbildung weiterentwickeln und wir müssen unsere Ausbildung auf die neuen Herausforderungen einstellen, wenn wir unsere Schülerinnen und Schüler optimal fördern wollen. Prozessual gehen wir jetzt in eine Phase über, wo wir das Ganze diskutieren, bewerten, entscheiden werden. Würde mich freuen, dass wir das auch vielleicht mal Punkt für Punkt, vielleicht auch konstruktiv richtig im Ausschuss mal vornehmen. Wir haben Anfang Mai einen inhaltlichen Workshop. Und insgesamt sage ich Ihnen, und ich glaube, das können wir alle als selbstbewusste Parlamentarier, auch hier gilt das Strucksche Gesetz.
Auch hier gilt das Strucksche Gesetz, dass kein Expertenvorschlag einer Kommission in ein Parlament hineingeht und genauso als Gesetz wieder rauskommt. Bei der CDU nimmt Storch gar Dialogbereitschaft wahr. Einen Einheitslehrer lehnt diese aber ab. Im Fall der Sperrung des Stuttgarter Fernsehturms sind sich der SWR und die Stadt Stuttgart einig, dass die Publikumsattraktion möglichst wieder geöffnet werden soll, falls es nicht zu viel kostet. Ein externer Sachverständiger des renommierten Büros Half, Kahn und Kirchner soll deshalb Lösungsvorschläge entwickeln. Die Stadt meint, dazu müsse, Zitat, der Brandschutz ertüchtigt werden. Rund 51.000 Schüler in ganz Baden-Württemberg brüten seit heute über ihren Abiturprüfungen. Auch in der Region Neckaralb ging es mit der Deutschklausur los. 5,5 Stunden hatten die Abiturienten Zeit, um ihr Wissen über Kleists Michael Kohlhaas, den Prozess von Kafka oder aber deutsche Liebeslyrik zu Papier zu bringen. In den kommenden Tagen folgen die Fächer Mathematik, Französisch und Englisch. Die letzten schriftlichen Prüfungen werden am 19. April abgehalten. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Wer morgen Sonne will, muss weit fahren. Im ganzen Land ist es regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 Grad in Freudenstadt, bei 13 Grad in der Landeshauptstadt und bei 15 Grad am Oberrhein. Wieder freundlicher, aber immer noch durchwachsen ist der Freitag. Fast im ganzen Land ist mit Niederschlägen zu rechnen, in den Höhenlagen des Schwarzwald mit Schnee. Nur im äußersten Nordwesten bei Mannheim und Heidelberg ist es trocken. Dafür kommt im Norden und Osten und am Bodensee auch zeitweise die Sonne raus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 Grad auf dem Feldberg und 14 Grad in Kurpfalz und Ortenau. Alles über die jüdische Vergangenheit Göppingens können die Besucher des örtlichen jüdischen Museums erfahren. Originalstücke aus der 1899 aufgegebenen Synagoge entführen sie in die Zeit vor dem Nationalsozialismus. Aber auch dieses dunkle Kapitel kommt nicht zu kurz. Die Ausstellung in der ehemaligen Kirche ist immer mittwochs und samstags von 13 bis 17 und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Das Deutsche Uhrenmuseum in Furtwangen präsentiert seine mehr als 100 Jahre alte Sammlung von Schwarzwalduhren, weltweit die umfassendste ihrer Art. Sie vermittelt einen Einblick in die Geschichte, Tradition und Kultur des Schwarzwaldes. Ausgestellt sind aber auch Uhren aus dem Ausland. Mehr als 8000 Objekte liefern so ein Bild rund um das Phänomen Zeit. Mehr unter www.deutsches-uhrenmuseum.de. Das ist unser täglicher Schluck Gesundheit. Was ist daran gesund? Das reguliert unseren Blutdruck, das macht uns fit und gesund. Schmeckt ja gar nicht so schlecht. Oh Mann, was haben die für ein Tempo drauf? Da kannst du mal sehen, die sind noch richtig fit. Mit Knobi Vital bleiben sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de oder rufen Sie uns an unter 07541 95 30 627. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Schau mal. Mama, guck mich, ich habe ganz doll wehgetan. Mama, wann kommst du wieder? Mama, kommst du mit? Mama, wann bin ich wieder gesund? Papa, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns.